200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen Quarantäne... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Sommer. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für Wo dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es liegt total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Anscheinend gibt es immer mehr Infizierte. Und so mehr, die sich wegschleichen. Kommen wir eigentlich raus? Okay, die Antwort ist... Der Checkpoint ist links, Sir. Okay, dann gehen wir weiter. Ich hab sie sterben sehen. Die Runner kamen aus dem Nichts.
Ich habe gehört, Sie haben hab uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Okay, weiterfahren. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Los, hier, los! Ja, definitiv. Sollte die Tür ist weg. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Medikit, verarzte deine Wunde mit einem Medikit. Du brauchst halt immer Medikit zu benutzen. Halte dich an einem sicheren Ort auf. Rüst das Medikit mit Dings aus und halte dann der zwei, um sie zu verbinden. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rum gehen müssen. Mitte der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene, was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Dann bis bald. Na dann. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Gute Idee. Joel, hilf mir mal damit. Warte mal kurz. Den Tunnel aufmachen. Seid vorsichtig da draußen. Okay. Dann gehen wir durch. Oh Gott, das ist schlimm. Wir sollten darauf achten, was sie wegwerfen. So, unser Zeug. Habe ich jetzt gerade irgendwas übersehen? Okay, eigentlich nicht. Dann geht's weiter. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Aber hier kann ich was mitnehmen. Die Waffe zumindest mal. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Dann go. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Na gut. Willst du denn da hoch? Ah, hier. Bereit? Ja, Ma'am. Na los. Und hepp. Mal. Okay.
vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Das frage ich mich auch gerade. Das war so eine Art Diner oder so gewesen hier. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Oh. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Wo ist die Leiter? Die muss hier ja irgendwo sein. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Ladies first. Auf, auf. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Das erinnert mich gerade so ein bisschen eher an Uncharted. Und daher macht es auch viel Spaß. Also wie gesagt, auch wenn ich mal ein bisschen weniger rede, finde ich das halt noch ein bisschen beeindruckend, gerade hier. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen, hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Warte, Sporen. Den sollten wir nicht begegnen. Okay, jetzt nicht so. Wo zur Hölle kommen die her? Sehr war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Ja. Hier sollten wir durchpassen. Ja. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Vorsicht. Scheiße. Pass auf, pass auf. Helf mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Gehen wir. Ah, sorry. Auch wenn ich dann manchmal ein bisschen assi bin. Irgendwie war mir das Risiko tatsächlich ein bisschen zu hoch. Aber kurz. Himmel. Ja, das kann ich nicht riskieren, ohne dass ich jetzt gleich erwischt werde. Eigentlich bräuchte ich mal Munition. Ich komme nicht ran. Okay, ich dachte, ich könnte.
Ah. Soll ich mir die Waffe von denen nehmen können? Gut, dann haben wir wieder ein paar Schuss. Du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays. Hey, wenn die nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Hier lang. Hinter den Eingang. Geht klar. Ja, das muss keiner irgendwie nur ins Rücken fällt oder so. Wir müssen jetzt runter und das Ding da wieder. Wärst du so nett, bitte? Ich hole es. Welche Überraschung. Hallo, ich mach jetzt mal hoch. Hier, reich es rüber. So, ich dachte, ich muss jetzt hochklettern, dass schwer. Ich werde das schon schaffen. Das macht eigentlich ganz gut. Geht doch. So, jetzt muss ich irgendwie hoch oder was? Schwing deinen Arsch hoch, dann los. Ja, ja. So, die Frage ist, wie komme ich da jetzt hoch, oder? Wir sind fast da. Ah, hier ist er hoch, genau. Schön vorsichtig. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten. Wäre blöd, wenn welche da wären, ja. Alles klar. Komm. Gleiche Runde eben, bloß nicht welche. Das ist welche in den Rücken gehen. Nimm dir die Kugel. Wir brauchen sie noch. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Seid das. Wie süße Lady, wie geht's dir denn? Nicht jetzt, Terrence. Nein, ist gut. Ich hab die Karte da. Jetzt, verstanden?
Okay. Kann ich machen. So. Sieht ja nicht besser rum, deswegen. Tut mir leid. Die sind alle vorbestellt. Hat keine Stunde gedauert. Komm nächste Woche wieder. Anfassen heißt kaufen. Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Hey, du musst blocken. Na, wo bist du? Verdammt nochmal. Ja, mal schauen, wo wir hier sind, wir hier gelandet. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge dann an.